Da sind wir drei wieder gut ausgeschlafen, sind wir jetzt hier am Deich und sind unterwegs. Naja, zum nicht alle ausgeschlafen. Ja. Ausgeruht. Aber ausgeruht, ne? Wenn es nach Baby gegangen wäre, dann hätten wir durchgeschlafen bis morgen. Das ist dann so eine alte Schlafmütze. Ja, wir begeben uns jetzt zum Wasser, um dann unsere Wattwanderung zu starten, die Corinna da abgemacht hat. Abgebucht. Ich hab noch nichts. Unsere Reiseleiterin. Was? Du hast nichts? Doch. Ich hab's rausgesucht, aber man bucht nicht. Ach so. Okay. Ach so, man bezahlt dann da vor Ort und dann... Ja, wahrscheinlich. Corinna hat das alles arrangiert. Wir vertrauen ihr blind, ne? Ja. Oma? Ja. Ja, und dann gut, sind wir jetzt mal sehr gespannt. Ihr mir vertraut. Vertraust du dir nicht mal selber, oder wie? Und Baby auch nicht, ne? Baby darf eigentlich nicht mit ins Watt, aber wir hoffen, dass wir sie in der Tasche mitnehmen dürfen. Mal gucken, warten wir es ab, ihr werdet es erleben. Danach haben wir noch Hunger, dann wollen wir noch was essen gehen. Die wollte ich natürlich auch wieder mit. Natürlich. Dann erstmal. Wie sollte es anders sein? Sehen wir uns gleich. Wir haben Renate jetzt auf den Geschmack von Gosch gebracht. Wir werden wahrscheinlich wieder bei Gosch landen. Da weiß man, was man hat. Aber und jetzt? Jetzt ab Watt. Watt? Ab zum ins Watt. 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 Von wie viel Watt sprechen wir denn da? Ab wie viel Watt wird es gefährlich? Stopp, bleib mal kurz stehen. Warum wird das Flutlicht demnächst durch Apple-Licht ersetzt? Weil die Wattzahl bei Apple höher ist. Oma, was machen die, wenn hier der Strom ausfällt? Und holen sich einfach ein Kilowatt. Gehen Sie zu Bett. So, jetzt stellt euch beiden Hübschen noch mal ein bisschen zusammen. Wir wollen noch mal ein Foto machen vor dem Leuchtturm. Baby, schämst du dich? Kannst du ruhig rausgucken doch. Nee, bleib mal ruhig drinne. Dann wird sie nicht erkannt. Nicht, dass du die Seehunde jagst und die Wattwürmer dann, Baby. Abtauchen. Hier, da warten sie schon. Da, ne? Ja. So, stellen wir uns dazu. Wo ist denn das Wasser hin? Da raus, wo wir jetzt auch gleich rausgehen. Die Seehunde singen ihr Klagelied, weil sie nicht mit dem Schwanz wedeln können. Und der Rest heißt? Genau. Los geht's. So, wir sind jetzt alle dabei, ein paar Tiere zu sammeln, die es hier in der Nordsee gibt. Und Rui hat auch was gefunden, das habe ich tatsächlich noch nicht gefunden. Leg's mal schnell hin. Ein Brustimplantat einer Schwimmerin, was plötzlich aufgeplatzt ist und ausgequollen ist. Rui, wir sollen Tiere sammeln. Das ist ein Tier. Also wir machen ja hier gerade so eine Wattführung und er hat gesagt, jeder soll ein Tier sammeln. Ich habe auch hier einen Heuler noch dabei. Ganz interessant, ne, Corinna? Ja. Gefällt's dir auch? Ja, sehr. Vor allen Dingen meinen Füßen gefällt es. Wie Massage, ne? Ja. Das ist jetzt der Watttanz, den wir hier vorführen. Corinna, was willst du damit bezwecken mit diesem Tanz? Ich suche Muscheln. Ja, die graben sich jetzt immer tiefer ein. Das haben wir jetzt eben gerade gelernt. Die haben einen Grabefuß. Ja, und da graben die sich mit ein, um sich eben vor Möwen und so weiter zu schützen. Das ist der Grabefuß. Interessant hier, ne? Komm, weiter. Wir wollen noch mehr interessante Sachen hören. Oh, wir verlieren unsere Gruppe. Oh oh, die holt sich jetzt die Muscheln. Die kennt das schon. Deswegen.
Ja, ich freue mich gerade so, dass wir Renate so ein schönes Wochenende machen konnten. Dass sie vorhin auch nochmal gesagt hat, ihre Füße freuen sich gerade so übers Watt zu laufen, weil das war ja ihr Wunsch, dass wir so Glück mit dem Wetter haben und ja, dass sie so glücklich ist. Das macht mich glücklich. Dich auch, Baby? Ja, grundsätzlich ist sie ja immer einfach froh, wenn sie bei mir sein kann. Das ist hier aber alles nicht so geheuer. Vor allen Dingen ist sie müde und wir schlafen und das geht hier drinnen nicht so gut. Weil sie hin und her geschunkelt wird und sie versucht sich aber schon die ganze Zeit immer zu... Ein bisschen abgetaucht. Ja, aber sie kann sich nicht ganz hinlegen. Dann will sie raus aus der Tasche, aber das darf sie nicht. Und hier willst du nicht raus, Baby. Da werden deine Pfoten nass. Ja, naja, und so ist das halt. Aber sie hat es ja bald geschafft. Wir gehen ja bis zur Kante und dann wieder zurück. Und dann hat sie es geschafft. Dann kann sie auf dem Schoß wieder schlafen. Dann geht sie mich essen und dann können sie dabei schlafen. Ich werde Oma Renate auch gleich nochmal sagen, dass das eine tolle Idee war, von ihr hierher zu fahren. Freut sie sich bestimmt. Ja. War es auch wirklich. Ja, ich wollte ja auch schon so lange an die Nordsee. Ja. Und ich kannte das hier noch gar nicht so richtig, Nordsee, weil wir meistens sonst immer an der Ostsee waren. Wir fahren zwar mal in der Nordsee, an der Nordsee. Hast du den Vogelkagel geschissen? Ja, kann man ja wieder sauber machen. Ja, und ist wirklich interessant hier mit dem Wattenmeer und so. Watt? Ja, ist es. Den Witz findest du gut. Hier, der Witz hat jetzt einen Bart. Komm schnell rum, die Watten schon. So, nochmal. Ah, da müssen wir ein Foto von machen. Das sieht klasse aus. Kleine Fotosession. Ich hab so eine. Jetzt haben wir hier echt noch ein paar tolle Bilder im Sonnenuntergang gemacht und jetzt versinkt die Sonne da hinten sozusagen im Wolkenmeer. Da schieben sich Wolken vor die Sonne, aber macht nichts. Es war toll. Ne? War eine tolle Idee von dir, Oma, an die Nordsee zu fahren. Genau, ohne dich wären wir ja hier gar nicht gelandet. Ist ja deine Idee gewesen. Ja. Die Oma Renate hat immer schon so pfiffige Ideen, du. So. Naja, mal gucken, was uns noch so erwartet. Genau. Wir warten noch auf den Wattwurm. Ach ja, der Höhepunkt kommt ja erst noch. Der Wattwurm. Wollhandkrabbe. Der ist richtig bewachsen. Der lebt auch noch. Wer ist denn da aus der Tasche gekrabbelt? Der kleine Wattwurm. Jo, hat sich da rausgebohrt wie ein Wattwurm aus dem Watt. Ach was. Ich glaube, ich habe schon einen Wattwurm gefunden. Dann kann ich ja jetzt mit Baby schon mal ans Ufer gehen. Ich habe ja jetzt alles gesehen. Dann kannst du schon mal zu Gosch gehen? Schon mal bestellen. Ups, was machen die denn jetzt für eine Übung? Wattlaufen. Witzig, wie Oma Renate läuft. Wie eine Dame eben. Als ob sie das Buch noch auf den Kopf trägt. Oha, jetzt kommt die Sonne noch mal ganz kurz raus und zeigt sich echt von ihrer schönsten Seite. Das willst du ja an der Ostsee nie haben, dass sich die Sonne da so spiegelt. Spiegelt sich im Watt. Schön, ne? Wunderschön. Ich glaube, dort läuft jetzt viel Wasser rein. Du musst dich beeilen, weil sich hier Wasser nur noch. Zum Glück nicht. Nee, also zum Glück nicht aufgespießt, das ist ein Wattwurm, aber knapp, aber jo, das ist der Wattwurm. Hör doch mal auf, mein. Der ist aber noch relativ jung. So, das war der Höhepunkt mit dem Wattwurm. Jetzt geht's zurück an Land. Zum Glück müssen wir nicht schwimmen. Die Flut hat uns nicht eingeholt. Der was? Leuchtturm leuchtet schon. Das haben Leuchtturme so an sich. Tatsächlich, oh ja.
Unsere Füße sehen ja wieder lecker aus, ne? Oma? Unsere Füße sehen ja wieder lecker aus. Zum Glück gibt's hier Fußduschen. Oh, mir ist kalt. Jetzt bin ich durchgefroren. Oh, guck mal, wie schön der Himmel jetzt leuchtet. Jetzt kommt ich hab Strümpfe angezogen. Ja. Riechstrümpfe. So, frisch geworden, ne? Jetzt kommt der Leuchtturm noch besser zur Geltung. Ich bin lieber da runter. Ja, wer hätte es gedacht, wir sind wieder bei Gosch gelandet. Prost. Fischteller heute für den Robby. Hier ist jetzt Speck dran, aber naja, gut. Okay. Wer jetzt überleben? Für mich gibt's. Das sollte es anderes sein. Feinnudeln mit Garnelen. Und die Oma Renate hat sich diesmal Bordheringe genommen. Sieht's gut aus? Ja. Alles nach deinen Vorstellungen? Für den großen Hunger. Na dann. Guten Appetit. Der Beweis. Alles Ratze, Putze, leer. Was machst du da? Nee. Ich wollte den Rest der Verwertung. Das zischt. Mach leer. Nicht groß schnacken, Kopf in den Nacken. Oh, nicht, dass ich gleich noch anfange, schmutzige Lieder zu singen. Auf geht's. Aus, aus. Ab in die Koje. Ja. Ab in die Koje. Wir sind müde, ne? So, Baby. Vor allem Baby ist müde, ne? Oh, die ist müde. Baby. Ja, hoffentlich schläft sie diese Nacht. Ja. Ne? Oh. Macht kein Theater hier mit uns. Ich glaube, du hast einen leichten Sonnenbrand, Corona. Ja. Was gehört? Ich auch. Ich auch. Oh, oh. Er ist leicht, Robert. Oh. Du wirst nicht sterben. Die allerletzte Kneipe vor Helgoland. Die allerletzte Kneipe vor Helgoland. Und das in Büsum, ne? Und das in Büsum. Da hat sich jemand einen Werbeslogan einfallen lassen. Ja, Leute, wir liegen schon in der Haya Popaya. Und ich würde sagen, das ist ein leichter bis mittelschwerer Sonnenbrand. Kann man davon sprechen, oder? Und Corinna genauso. Ach, halb so wild. Was rot ist, wird braun. Ja, das ist nicht so schön. Egal. Wir schlafen jetzt erstmal. Wir sehen uns morgen früh. Und ja, dann geht's noch weiter. Dann mal sehen, was sonst so noch der Tag bringt oder so. Zeit zum Schlafen. Also, gute Nacht. Guten Morgen, das ist schon der nächste Morgen. Hallo. Corinna muss erstmal wach werden. Das ist ein kleiner Morgenwurfel. Erzähl doch mal einen Witz, das hilft. Was sagt eine Schnecke auf der Schildkröte? Keine Ahnung. Ui. Guten Morgen, Großmutter. Guten Morgen. Kannst du einen Witz am Morgen erzählen? Fällt dir einer ein? Nicht so schnell. Spontan nicht. Nee, spontan geht's nicht. Na gut. Dann geht's jetzt erstmal zum Frühstück. Ja. Tja, das war's schon wieder. Jede Reise hat einen Anfang und ein Ende. Diese ist jetzt zu Ende. Dein Fazit? War's schön? Schön, zu kurz, aber schön. Kurz, aber schön. Ja. Genau. Wir haben gestern erfahren. Also es gibt verschiedene Schlickarten und in Nordhausen, Deichhausen, soll der Schlick ein bisschen dicker sein. Aber zur Not fahren wir dann halt nochmal an die Ostsee, nach Ostfriesland. Das wird aber ein anderes Kapitel. Diese Reise ist jetzt zu Ende, wie gesagt. Und was gibt's noch zu sagen?
Ja, ansonsten nur noch, wir würden uns natürlich wie immer freuen über einen Daumen nach oben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, und dann... Wir machen uns jetzt auf den Rückweg. Also, tschüss.